zu. Heute werden ein paar Heringe geangelt. Bisschen Silber ernten. Moin, liebe Angler und Anglerinnen. Heute wollen wir euch mal zeigen, dass man hier im Neustädter Hafen Heringe fangen kann. Wir haben Folgendes, wir haben eine Angel, wir haben ein bisschen Band. Ich werde heute mit einer 3 Meter langen Angel hier fischen. Die ist schon ein bisschen älter, schon ein bisschen mitgenommen. Ganz normal, nichts Besonderes, 4000er Rolle. Ich werde heute versuchen, mit Geflechtband zu fischen. Normalerweise fängt man sehr viel Heringe auch hier bei uns leichter mit monofilen Band, weil das Monofile einfach mehr Dehnung hat als dieses Geflechtband. Aber ich werde mal gucken, ob es hiermit auch geht. Ein, zwei Vorfächer. Hier haben wir ein bisschen Blei. Hier haben wir einen Blinker. Ganz normales Heringsblei, rot-weiß. Hier im Neustädter Hafen sind kleine Haken angesagt, sehr kleine Haken. Hakengröße 10, Hakengröße 8, Hakengröße 12, 14. Wir dürfen hier mehr als zwei Haken fischen. Das hat etwas mit dem Fischereirecht zu tun wieder. Hier gilt die Küstenfischereiverordnung. Da steht drin, dass wir also mehr als zwei Anbissstellen haben dürfen. Deswegen dürfen wir hier auch 5 und 6 und 7 Haken nehmen. Hier haben wir mal ein etwas neueres Blei, einen Blinker. Wenn das mit Wasser in Berührung kommt, leuchtet das unter Wasser. Und das soll die Heringe verrückt machen. Sie sind natürlich auch irgendwie Disco geschädigt oder Heavy Metal geschädigt wie Kalle. Wir werden sehen, ob das was bringt. Dann brauchen wir noch einen Fischtöter, um die Fische zu betäuben. Ein Messer, um die zu kehlen und abzustechen. Und falls der Hering mal tief geschluckt haben sollte, eine Lösezange und unseren Eimer. Wir werden jetzt versuchen, welche zu fangen. Erster Fang des Tages. Liga. Ja, mal. Beton ist gut, ne? Ich fange hier nichts, ich schaukel nicht. Das habe ich leider vorhin auch schon geschafft. Beim ersten Wurf den Nachbarn getroffen, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur ein Problem mit Fische fangen. Dann schaukel ich nicht. Ja, alle Spezialisten. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange? Das ist irre. Kann ja, was ist das blinkt denn? Blinkt und blinkt hier, ne? Ja, als Hering wird sie ja ganz schwindelig. Haben wir hier an und das zappelt mit dem Disco-Licht. Gib mir die jetzt alle, ich mach alles voll. Gebändigt? Wow! Sogar drei Haken runtergefallen! Voll Haus hier! Guck mal, bitte Haie! Guck mal, bitte Haie! Guck mal, Heavy Metal. Marc hat jetzt das Disco-Licht hoch. Weil abends sind die, wenn wir später fängt, sind die Heringe natürlich frischer, ne? Wer will denn schon alte Heringe mit nach Hause bringen? Normalerweise sind einmal voll Heringe haben, so viel haben wir jetzt gerade nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch ein paar. Um die zu entschuppen, kommen die in so einen Transatzkescher rein. Idealerweise, wenn dann ein paar mehr drin sind. Und wir machen das jetzt mal so, weil das wird gleich dunkel, damit wir das einmal zeigen können. Und dann kommen die einmal ins Wasser und dann wird ordentlich mit dem Draht geschüttelt,
Seht ihr? Die ganzen Schuppen fallen ab. Hier haben wir die Reibung durch den Draht. Und die Schuppen sind halt recht lose. Nicht so doll festgewachsen wie jetzt beim Barsch oder beim Hecht. Und dann haben wir hier schon einen Schupp. Die Schuppen sind alle runtergekratzt durch den Kescher, durch den Drahtkescher. Die glänzt auch nicht mehr so dolle. Und dann können wir ihn gleich schnell ausnehmen. So, wir haben jetzt hier ein paar Heringe liegen. Und dann möchte ich euch einmal zeigen, wie man die schön schnell ausnimmt, schlachtet und kükenfertig macht. Und was ist am einfachsten? Wenn wir den Hering nehmen, am After das Messer einstecken, einmal nach vorne gehen. Ups. So. Und jetzt mit dem Messer hinten im Nacken einmal einschneiden, bis auf die Wirbelsäule rauf. Einmal so ein bisschen rund. Und dann wird der abgeknickt. Und jetzt kann ich ihn komplett mit dieser ganzen schwarzen Bauchhaut einmal komplett rausnehmen. Und ist schon ohne zu spülen so sauber. Genau. So, die sind ja meistens leider recht grätenreich. Aber sind halt auch keine besonders starken Gräten. Deswegen beim Braten sind die nachher recht krosch. Werden schon kaputt gebraten so ein bisschen. Der eine oder andere pult natürlich wieder einzelne Gräte raus. Muss in der Regel wird das beim Hering nicht gemacht. Da wird einmal die groben Gräten rausgenommen, die Mittelgräte und der Rest wird weggekaut. Liebe Angler, das war's heute. Wir haben einen schönen Tag im Neustadter Hafen verbracht. Wir haben ein paar schöne Heringe gefangen. Die werden wir schön in die Pfanne hauen. Ein bisschen mit Mehl und Butter braten. Ein paar Bratkartoffeln dabei. Was Schöneres gibt's gar nicht. Selbstgefangene Fische hier aus dem Hafen. Das kann jeder machen. Eine schöne Sache. Ja, das war mal eine schnelle Feier am Tour. Wir haben ein paar Heringe gefangen. Wie ihr seht, ist das kein Hexenwerk, die auch schnell auszunehmen und schnell zu schuppen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen euch bei uns auf dem Kanal. Daumen hoch. Danke. Tschüss. Tschüss.